los geht's hier mit dem Heiligtum von Debbie, nämlich dem Schminktisch. Und sie hat ja neben viel Schminke auch Schmuck. Und deswegen werde ich den Schmuck, also ich habe mir eine Lösung überlegt, wie man den wirklich schön inszenieren kann. Und zwar an der Wand mit Steinen. Ich muss nur ganz kurz gucken, wo ich das jemals hingelegt habe. Hier. Hier ist doch alles. Das ist ganz easy. Also ihr seht, einfach ganz normale Steine, mit denen man gut flitschen kann. Aber die kommen jetzt hier an die Wand. Nehmt ihr euch ein Cuttermesser. Immer schön mit dem Cuttermesser, weil mit der Schere wird das sonst stumpf. Nehmt ihr euch ein Stück weg. So, dann an den Stein, an die schön flache Seite des Steines. Dann nehmt ihr die Fläche ab. Und ich klebe den ersten Stein schon mal hier hin. Guck mal, das ist jetzt quasi mein Orientierungsstein. An dem richte ich die anderen Steine, die ich jetzt gleich dran kleben werde, aus. Hier ist schon mal zum Beispiel eine von Debbies Ketten. Die kann sie dann nämlich so richtig hübsch hier drüber legen. Ist doch cool. Und dann könnt ihr euch nämlich direkt den nächsten Stein schnappen. Debbie hat ja so viel Schminkzeug, deswegen habe ich diesen Wagen hier besorgt. Da kann man alles richtig schön ordentlich verstauen. Und ich glaube, dieser Platz reicht immer noch nicht aus. Deswegen baue ich an. Ihr könnt hier zum Beispiel solche Metalldosen dafür nehmen. In unterschiedlichen Größen gibt es die. Und dann kann man das mit Kabelbindern, hier habe ich auch genug, einfach hier draußen befestigen. Und da das jetzt nicht so hübsch ist, wenn das absteht, nehmt ihr euch einen Seitenschneider, da ist er, und dann knipst man das einfach ab. So, dann mache ich weiter mit der zweiten Blechdose. Mal gucken, ob das jetzt reicht, übrigens mit dem Kabelbinder. Nee, das sehe ich schon. Wenn euch das so geht, wie mir gerade, ist das nicht schlimm. Man kann Kabelbinder nämlich auch verlängern, indem man einfach zwei ineinander steckt. Sehr gut, da können wir Pinsel zum Beispiel reintun, Lippenstifte, Nagellack, alles, was sie braucht. Und dann, apropos Pinsel, das ist auch noch ein guter Trick. Hier habe ich zum Beispiel so kleine Behältnisse, die kann man dann hier oben drauf tun. Und wenn ihr ganz einfach so Gummibänder habt, dann könnt ihr mit vier Bändern ein System euch bauen. Guckt mal so, geht natürlich nur mit eckigen Sachen. Die nehmt ihr hier so einmal drüber. Und dann nochmal zwei von der anderen Seite. Und damit halten natürlich die Pinsel, wenn man die da zum Beispiel reinsteckt später, viel besser. Das ist nicht dann so alles kreuz und quer, sondern man kann die wirklich so in die kleinen dafür vorgesehenen Fächer, die man sich gerade selbst geschaffen hat, packen. Was ich immer super finde, sind Marmeladengläser. Damit kann man nämlich richtig tolle Sachen machen. In diesem Fall gibt es ja diese Steine. Damit kann man das befüllen. Geht auch richtig einfach. Wie ihr seht, quasi zack gemacht. Und da können zum Beispiel Debbies Lippenumrandungsstifte, so nennt man das, die kann man da zum Beispiel reinstecken. Hat sie nämlich ordentlich griffbereit. So sieht das Ganze aus. Und die können dann auch zum Beispiel hier mit drauf, auf diesen Wagen. Ich habe hier mal ein paar Tuben mit Handcreme. Habe ich hier dieses Konstrukt, also mit diesen Stangen. Und da kann man die nämlich total schick dranhängen. Sieht sehr hübsch aus, wie ihr gleich sehen werdet. So. Und jetzt habe ich hier unten noch eine Stange. Und dafür, das kennt ihr bestimmt, das sind eigentlich Blumentöpfe. Da kann man wirklich Blumen reinpflanzen. Ich
werde die hier umfunktionieren. Kann man nämlich auch prima hier dranhängen. Und da kann sie dann zum Beispiel so Abschminkpads reintun oder Q-Tips. Also das ist super praktisch hier bei so einem Schminktisch. Für noch mehr Home and Living abonniert einfach diesen Kanal hier, holt euch die Six App oder ihr schaut ganz einfach Boom My Room.